Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir leben jetzt seit einem Vierteljahrhundert im vereinten Deutschland. Und ein Großteil der deutschen Bevölkerung hätte sich den heutigen Zustand zu damaligen Zeiten sicherlich nicht vorstellen können. Viele Menschen in der DDR sahen es damals als ihren einzigen Ausweg, ihrer Heimat den Rücken zu kehren und den Unrechtsstaat in Richtung BRD zu verlassen. Und wir alle wissen und sind uns bewusst, jeder DDR-Flüchtling hat viel Mut und Entschlossenheit auf sich genommen. Er hat viel gewagt und die Menschen haben viel aufgegeben. Nun ist die Wiedervereinigung geglückt und wir feierten erst kürzlich 25 Jahre deutsche Wiedervereinigung. Und ich habe bereits häufig betont, hier auch im Deutschen Bundestag, dass die Wiedervereinigung den Menschen eben nicht nur Reisefreiheit brachte, das Recht auf freie Meinungsäußerung, sondern auch demokratische Grundwerte ermöglicht. Sie war vor allem aber auch ein gesamtgesellschaftlicher Kraftakt, auch ein sozialpolitischer Kraftakt, auf den wir stolz sein können. Die Zusammenführung zweier Sozialsysteme war und ist nach wie vor eine große Herausforderung. Und wir diskutieren ja auch heute noch, 25 Jahre nach der Wiedervereinigung, die Frage der Renten in Ost und in West und wann sich sozusagen die Unterschiede dann auch endgültig angeglichen haben. Und das bestätigt einmal mehr, wie groß die Aufgabe ist, die wir damals auf uns genommen haben und die wir bis heute auch bewältigen. Der gesamtdeutsche Gesetzgeber hat damals mit dem Rentenüberleitungsgesetz für eine gute und vor allen Dingen einheitliche Alterssicherung der Menschen in der ehemaligen DDR gesorgt. Und der heute debattierte Antrag ist bekannt und nicht neu. Bereits in der letzten Legislatur stellte die SPD einen fast wortgleichen Antrag. Und schon damals haben wir in vielen Gesprächen mit den Betroffenen und mit den Verbänden die Rechtslage nochmals geprüft und die Argumente ausgetauscht. Damals wie heute stehen CDU und CSU zur bestehenden Regelung, nach der auch DDR-Übersiedler nach dem Rentenüberleitungsgesetz behandelt werden. Die Beratungen im Petitionsausschuss wurden im letzten Jahr hierzu abgeschlossen und zeigten, dass auch unser Koalitionspartner inzwischen diese Ansicht teilt. Meine Damen und Herren, ich möchte nochmals betonen, dass die Überleitung des ostdeutschen Alterssicherungssystems ein hochgradig komplexes Vorhaben war. Völlig unterschiedlich aufgebaute und finanzierte Rentensysteme mussten vor 25 Jahren vereinheitlicht werden. Und Ziel des Gesetzgebers war und ist es seither, alle rentenrechtlichen Zeiten von allen ehemaligen DDR-Bürgern möglichst gleich und einfach zu behandeln. Und das heißt, wer zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Teil der DDR gelebt hat, dessen rentenrechtliche Zeiten sollten auch gleich behandelt werden. Das war das Anliegen der Rentenüberleitung mit dem Ziel eines einheitlichen Rentenrechts in ganz Deutschland. Und nun hat jedes Gesetz, das den Anspruch hat, Gerechtigkeit bestmöglich abzubilden. Doch wir alle, die Politik machen, alle, wie wir hier wissen, dass unsere täglichen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, die auch notwendig sind, in den seltensten Fällen eine flächendeckende Zufriedenheit bei allen Menschen hervorrufen. Gerne möchte ich in diesem Sinne auch daran erinnern, dass die Rechtslage durch höchstrichterliche Entscheidungen bestätigt wurde. Und daran, lieber Herr Birkwald, sind auch wir gebunden, und das ist auch Rechtsstaatlichkeit. Alles andere würde eine Abkehr von Grundentscheidungen der Rentenüberleitung bedeuten. Und auch mit den Grundsätzen unseres Lohn- und beitragsbezogenen Rentenrechts ist dies eben nicht vereinbar. Deshalb würde die Forderung von Linken und Grünen nur neue Ungerechtigkeiten schaffen. Und wir werden deshalb weiterhin an der derzeitigen Regelung festhalten und den Antrag ablehnen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Markus Kurt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.